Moin moin Leute, wir sind hier auf der Trauminsel Korfu, Griechenland und sind unterwegs, um uns ein Motorrad auszuleihen. In Griechenland hat so richtig meine Leidenschaft für Motorräder angefangen. Und zwar waren wir hier, das war unsere erste Reise. Hier vor 21 Jahren, da hatte ich noch gar keinen Führerschein, aber das war in Griechenland damals ganz locker gehandhabt, dass man sich ein Moped, eine 80er, eine 125er auch ohne Führerschein einfach mieten konnte. Und genau das habe ich getan, habe hier dann geübt zu schalten. Hab sie am Anfang nur geschoben. Das war so eine Gilera 80er. Und wie war's? Schön. Ja, und mit der Zeit ging es dann und dann bin ich hier schön in der Landschaft hier rumgefahren und so hat sich mein Hobby entwickelt. Das hinter uns, das sind die Berge von Albanien. Wir sind hier in Acharavi, Almyros, heißen die Dörfer, die Orte. Ja, und jetzt ist es 8 Uhr morgens und wie gesagt, wir sind auf dem Weg. Bin gespannt, ob wir da was Schönes finden. Moin Leute, was haben wir uns hier heute ausgeliehen? Eine Yamaha XT600 gab es heute nicht. Das ist hier so ein kleiner Verleih, der andere hat noch zu. Da gäbe es die noch zur Auswahl, hat aber Straßenreifen, deswegen haben wir uns hier für so einen Quad entschieden. Ein G-Quad 520. Los geht's. Das ist der Hotelparkplatz. Da steht unser Quad. Schöner großer Koffer, passt hier rein. Das ist unser Gefährt hier, ein GeForce 520L. Jetzt haben wir den für einen Tag gemietet und haben 115 Euro pro Tag bezahlt. Ich kenne das normalerweise von Griechenland so, dass wenn man für 24 Stunden mietet, wir haben ihn um 10 Uhr morgens gemietet, das heißt, wir hätten ihn nächsten Tag um 10 Uhr abgeben sollen. Aber den geben wir dann heute um 9.30 Uhr ab. Ich bin jetzt nicht so der Quadfahrer, hat uns aber so gefallen und ein Motorrad gab es im Moment nicht zu verleihen. Also ich wollte eine Yamaha XT 600, gab es aber nicht. Die ist in der Werkstatt, also die kommt dann morgen oder übermorgen und deswegen haben wir uns für einen Tag den hier genommen. Einfach mal so zum Testen und ja, jetzt fahren wir los. Gucken uns ein paar Strände an, ein bisschen vielleicht so ins Gelände und mal gucken einfach. Los geht's.
haben wir getankt. Für 12 Liter haben wir ca. 24 Euro bezahlt. Also auch relativ teuer. Das ist der Wasserpark, ne? Links ist er. Guck, da ist die Rutsche, diese zwei und dieser grüne Bottich. Ja, Leute, hier waren wir vor 21 Jahren. Das war unser erster gemeinsamer Urlaub. Und in diesem Wasserpark sind wir gewesen. Und den gibt es immer noch. Ey, da hat hier, guck mal, Motorbremse, ne? Hier. Du lässt es los, ne? Und er rollt ganz langsam die Steigung runter. Geile Sache. Also ich muss echt sagen, so für zwei Personen, wenn man unterwegs ist, ist das wesentlich entspannter, als wenn wir jetzt beide auf dem Motorrad wären. Also das hat schon was. Guck mal. Heftig. Das ist ein Boot. Im Moment nicht, weißt du? Ja. Weil wir zusammen fahren, voll bequem, Alter. Wie so ein fahrendes Sofa, weißt du? Wo wir rechts müssen.
keinen Plan, wo wir rechts müssen, weißt du? Wir müssen jetzt dann einfach irgendwo mal kurz Lenker zum Strand machen. Das alles schön aus, die Bodenwellen gleich da richtig gut aus. Man merkt das kaum. Irgendwo war das. Das war hier. Hallo? Irene Beach. Hä? Irene Beach. Irene. Irene. Das before. Before das? Ja. Das? Das ist Irene. Ja, but it's now the fix. Throw down everything, make a new one. Aha. Irene Beach. Ja. Ah. This is very old. Very old. Nein. 20 years. 20 years we here. That's right. Yes. Yeah. 20 years. Okay, thank you. Okay, thank you. Hier Leute, das ist unser altes Hotel, wo wir vor 21 Jahren waren. Jetzt habe ich gerade den älteren Herr hier gefragt. Hier waren wir vor 21 Jahren. Und jetzt gibt's das nicht mehr. Wird alles abgerissen.
Damals sind wir hier mit der TUI, mit so einem blauen schönen Reisebus, hat er uns hier abgesetzt. Echt heftig. Echt heftig. Ich schneide dann noch mal ein paar alte Aufnahmen davon rein. Nur die Flagge ist geblieben. Nur die Flagge ist geblieben. Hier vom Hotel noch, weißt du? Ja, und der Name, irgendwie, das passt nicht so ganz, trotzdem, oder? Das ist das. Da muss hier der Pool gewesen sein. Hier war der Pool. Und da war das Essen. Das ist der Pool, genau. Das passt 100%, das ist das. Und das war die Rezeption mit unserem Essen. Und da war unser kleines. Ja, wir müssen dann einfach auch nach dem so, ne, die alten Videos gucken. Das, ja. Das ist das gewesen. Hammer. Wow. Was für ein Zeitsprung. 21 Jahre. Okay. Gut, weiter geht's. Wir fahren jetzt dort in diese Richtung, Sidari, und dort soll es schöne Strände geben. Krass. Hier bin ich doch so komisch geschwommen, wo du dich lustig gemacht hast. Ja, krass, hier war doch unser Zimmer hier praktisch. Ja, hier vorne gleich. Dann heißt das, wir waren hier auch irgendwo essen und so. Und auf dieser Brücke sind wir spazieren gegangen. Zu dieser Dings hier, doch?